Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Heute gibt es Performance Cabrios. Ich sitze unter der Sonne im Audi S5 Cabrio. Mit sage und schreibe 354 PS. Das Auto geht in 4,9 Sekunden von 0 auf 100. Und ich sag mal so, so schnell kann diesem Auto keiner das Wasser reichen. Ich flipp aus, was macht die denn hier? Der liebe Matthias redet schon wieder viel zu viel. Das bessere Performance Cabrio kommt natürlich aus München. Und zwar ist das der BMW M440i X-Troy. Und mit dem werde ich heute erstmal Matthias zeigen, welches Auto denn eigentlich besser ist. Ich habe hier nämlich 374 PS, also 20 PS mehr als er mit seinem blauen Auto. Und auch von 0 auf 100 in 4,9 Sekunden. Wo bist denn du? Komm mal her. Glaub mir, Sophia, ich bin da und zwar sowas von mit meinem turboblauen S5. Ja, die Farbe. Aber du wirst heute ein paar Mal hinter mir sein, so wie du es jetzt auch gerade bist. Kannst du vergessen mit deinem jägergrünen Auto immer. Also, wir haben 5 Challenges vorbereitet. Matthias und Sophia fighten heute aber nicht nur in Bodennähe. Es geht buchstäblich hoch hinaus bei einer ultraspektakulären und nicht ungefährlichen Paraglider-Challenge. Alter Schwede. Ja, gut, ich würde sagen, nachdem beide Autos von 0 auf 100 in 4,9 Sekunden gehen, fangen wir mit dem Drag Race an, oder? Okay, 400 Meter, los, bitte los. Werd schneller sein. Ich werde sie so dermaßen Grund und Boden fahren. Yes! Ich sitze heute im Audi S5 Cabriolet. Das Fahrzeug hat 354 PS, geht in 4,9 Sekunden von 0 auf 100. Der Grundpreis 71.200 Euro. M440i X-Troy Cabrio. Der hat 374 PS von 0 auf 100 in 4,9 Sekunden und der Basispreis des Autos liegt bei 75.900 Euro. Ich muss es ja ganz ehrlich sagen, es ist ein Performance Cabrio, aber mit einem Cabrio will man natürlich normalerweise keinen Drag Race machen. Challenge Nummer 1, die will ich natürlich für mich entscheiden. Und zwar ist das ja das Drag Race. Wir machen ein Viertelmeilenrennen, bedeutet 402 Meter. Und derjenige, der als erstes durchs Ziel fährt, hat gewonnen. Es gibt zwei Faktoren, die die Performance der Cabrios beeinflusst. Und zwar ist das natürlich erstens die Leistung und zweitens das Gewicht. Das erste mag ich nicht so gerne, denn Sophia hat 20 PS mehr als ich. Das zweite allerdings mag ich sehr, sehr gerne, denn der Audi ist mit 1915 Kilo 50 Kilo leichter als der BMW. Also da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, ob sich das irgendwie niederschlägt. Natürlich will ich den ersten Punkt für mich entscheiden, weil ich muss ja ein bisschen Druck machen, schon in der ersten Challenge. Grüß Gott! Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ja, natürlich doch. Bist du ready? Ich bin sowas von ready. Ja? Was glaubst du denn? Es wird spannend. Also meiner beschleunigt echt gut. Ja, meine auch. Hat der irgendwie Wheelspin, deiner? Nö, gar nicht. Meine auch gar nichts. Das wird interessant, du. Sehr, sehr spannend. Ja, zieh dich warm an. Mach mal's aus. Yes, klar doch. In beiden Cabrios toben starke 6-Zylinder-Turbomotoren. Es ist angerichtet für das erste Duell. Dann geht's los. 3, 2, 1, 0. Yeah! Guten Start erwischt. Oh, wir ziehen so ein bisschen davon. Ein bisschen nur. Jetzt kommt Sophia, ich flipp aus. Das gibt's nicht, das wird Kopf an Kopf rennen, das glaube ich nicht. Nein! Ja! Oh mein Gott, eine halbe Autolänge. Das gibt es doch nicht. Krass, Mann. Also das habe ich gerade echt überhaupt nicht erwartet. Und es ist wie immer,
Die erste Challenge ist die erste Standortbestimmung. Das bedeutet, dass der Audi jetzt schon mal so kraftmäßig nicht so richtig da ist. Ich flipp komplett aus, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich hab damit ja mal gar nicht gerechnet. Was war denn da los? Also der Start war absolut perfekt vom Audi, super weggekommen. Ich hatte aber keinen Wheelspin, ich weiß nicht, was da los war. Ich bin einfach unten raus, kam irgendwie überhaupt nichts, bist du weggefahren. Ich nur so, nein. Und dann, dann kam der BMW. Okay, der Punkt geht an dich. Yes. Bei dem Duell der Performance Cabrios habe ich die erste Challenge für mich entschieden. Ja, toll gemacht. Jetzt steht es 1-0. Aber nicht mehr lang. So, Sophia, Challenge Nummer 2. Da geht es um Komfort, wenn das Dach offen ist, Komfort oben ohne. Und jetzt geht es darum, wer ist entspannter, wer ist der bessere Cruiser. Es sind natürlich sehr gut motorisierte Autos. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass sie schön gemütlich sind, weil viersitzige Cabrios, ne, dass das keine Sportwagen sind, wissen wir auch. Ich habe ein Messgerät, das misst den Wind, der hier steht. Da ist so ein kleines Rädchen drin. Ich hoffe, man sieht das. Wie viel fahren wir? Das Rädchen dreht sich. Wir fahren 100 km/h, würde ich sagen. Gefahrene Geschwindigkeit 100. Und hier gibt es maximalen Wind von 24 km/h. Aber man kann sich auch noch unterhalten, während man fährt. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie laut wäre oder sowas, sondern man versteht sich ganz normal. Also einen kleinen Vorteil hat mein BMW im Vergleich zu deinem Audi. Und zwar habe ich hier hinten Nackenheizung. Bedeutet, wenn es kalt ist, dann wird mein Nacken hinten gewärmt. Mach doch die Nackenheizung mal an. Ja. Und das Ganze kostet einen Aufpreis von 550 Euro, wohlgemerkt. Okay. Ja gut, aber muss man ganz ehrlich gestehen, im Winter ist so eine Nackenheizung. Oh. Ach, da kommt's richtig warm raus. Ich habe deine nicht angemacht für den Folter. Ist getrennt regelbar, das ist aber ganz gut. Hier, ist wie die Sitzheizung eigentlich auch. Also, Sophia, es fängt an zu regnen. Was machen wir? Verdeckt zu. Und das Ganze geht bis zu 50 km/h und soll innerhalb von 18 Sekunden passieren. Das ist schlecht, dass das 18 Sekunden dauert. Weil meiner es in 15 macht. Ich glaube, du musst in die andere Richtung drücken. Ja. Das neue BMW 4er Cabrio trägt wieder ein klassisches Stoffverdeck. Beim Vorgänger, gebaut bis 2020, war es noch ein Klappdach aus Metall. Jetzt ist zu, jetzt ist ganz leise plötzlich. Ja. Krass. Du hast nichts mehr. Ja. Aber das ist schon ein Komfort plus, ne? Früher. Wenn du da irgendwie in den Platzregen reingekommen bist, schnell irgendwie unter die Autobahnbrücke gefahren oder keine Ahnung, einfach alles ist nass geworden. Das ist halt mittlerweile Standard auch, dass die Dinger elektrisch während der Fahrt auf und zu gehen. Ja, der Matthias und ich sind ja gerade schon im BMW gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, der Komfortmodus oder das Komfortlevel ist extrem hoch bei dem Auto. Du fährst, du cruist wirklich ganz entspannt auf der Landstraße. Die Windgeräusche sind auch nicht wirklich hoch und ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Audi in irgendeiner Weise besser sein wird. Von daher, ja, ich bin da jetzt relativ entspannt. Ja, was sagst du? Ja, schon auch gemütlich. Schon gemütlich, ne? Wobei ich jetzt halt so sagen muss, die Sitze im BMW waren gemütlicher. Nee. Doch. Nein. Doch. Ach, die war nicht so hart. Ich finde die ein bisschen hart hier. Die sind doch nicht hart. Doch. Also ernsthaft jetzt. Beide Cabrios haben verstellbare Sportfahrwerke an Bord. Auf Knopfdruck wird der offene Audi damit vom agilen und harten Kurvenräuber zum soften Cruiser. Das ist sehr komfortabel. Es ist, glaube ich, genauso komfortabel wie im BMW. Ja. Die Frage ist, was sagt der Wind? Zur Erinnerung, im BMW Cabrio waren es innen 24 km/h Windgeschwindigkeit. Dann fahre ich jetzt mal 100. Jetzt haben wir 100. 21, bleibt bei 21. 21. Also ein bisschen. Bisschen komfortabel, ein bisschen entspannter ist der Audi. Entspannter, das heißt ja nicht gleich entspannter, das heißt einfach, dass er weniger Wind hat. Er hat weniger Wind. Ja. Oh Mensch, aber das sind ja nur 3 km/h, also das ist nicht ein Riesenunterschied. Aber wenn man es jetzt nicht wüsste, von der Nummer her, würde man es nicht merken. Ehrlich. Da gebe ich dir recht.
Wie im BMW lässt sich das Dach während der Fahrt bis zu einem Tempo von 50 km/h öffnen und schließen. Und auch jetzt, ne, ist mega leise auf einmal. Jetzt haben wir wieder die 100, die hier erlaubt sind. Du hast keine Windgeräusche. Das Problem, was die Autos beide so ein bisschen haben, ist, dass sie nahezu perfekt sind. Du sitzt da wirklich drin, egal ob im BMW oder im Audi, und sagst dir, okay, das ist gut. Das ist sehr, sehr komfortabel, sehr, sehr entspannt. Ja, die zweite Challenge ging leider an den lieben Matthias und den schönen Audi. Warum leider? Das ist sehr schön. Weil es nicht, ja, es war zwar eindeutig das Ergebnis auf dem Messgerät, aber wenn du jetzt im Auto sitzt und das Messgerät nicht hättest, dann wäre es super schwer, das zu bewerten. Das muss ich leider zugeben, aber wir sind ein deutsches Automagazin und da wird gemessen. Und wir haben ein unbestechliches Messgerät und das hat gesagt, 24 km/h im Innenraum der BMW und 21 km/h der Audi. Ja, 3 km/h Unterschied, deswegen geht der Punkt an, lieben Matthias. Der Audi zieht nach, 1:1, Sophia. Was sagst du jetzt? Warte doch ab, es war erst die zweite Challenge. Und jetzt werden wir was machen mit diesen beiden sehr entspannten Autos, was man nur mit Cabrios machen kann, was sehr, sehr spektakulär wird. Die nächste Grip-Challenge hat es so im deutschen TV noch nie gegeben. Und er ist der Held der Lüfte, um den es gleich geht. Extremsportler Roland Brunnbauer. Begleitet wird er von seiner Lebensgefährtin und Assistentin Leandra. Ja, ich bin hierher gekommen, weil ich professioneller Akrobatik-Paragleiter bin. Ich starte mit dem Schirm von dem Berg runter, fliege raus, dass ich die größte Höhe habe. Und fliege dann quasi verschiedene Tricks. Ich mache Überschläge mit dem Schirm, ich mache Drehungen mit dem Schirm. Irgendwo auf Punkte hinlanden, also gerade im Wettbewerbsfliegen, da sind wir da eigentlich relativ gut geübt, dass wir wirklich da punktgenau hinkommen. Den Landeplatz muss man ja auch immer treffen. Matthias, es steht 1:1 und jetzt sind wir bei Challenge Nummer 3 und dafür haben wir zwei Special Gäste. Es wird sehr, sehr spannend, ultra spektakulär. Roland. Hi. Le. Servus. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ja, freut mich, hier zu sein. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, ob mich das auch so freut, denn der Roland wird jetzt von unseren Autos in die Luft gezogen. Wir haben ein Seil im Auto platziert, 150 Meter lang. Du wirst also ungefähr 120, 130 Meter hoch sein. Ja, sehen wir mal. Dann wird er ausgeklinkt und dann ist die Aufgabe, ihn so schnell wie es geht wieder einzufangen. Du musst in meinem Auto und danach in Sophias Auto landen. Perfekt. Perfekt, sagt er. Ja, wenn das dann so einfach ist, gerne. Derjenige, der das alles am schnellsten hinbekommt, also das Seil wird ausgeklinkt und da wird die Zeit gestoppt und endet dann, wenn der Roland wieder im Auto sitzt, hoffentlich heil. Und derjenige, der es am schnellsten schafft, bekommt den Punkt. So schaut's aus. Und bitte nicht zu Hause nachmachen. Wollen wir los? Auf geht's. Okay. Viel Glück. Ladies first, oder? Ja, du fängst an. Das, was wir hier gerade machen, das ist schon sehr, sehr gefährlich. Der Roland ist ein sehr, sehr ruhiger Typ. Und das zeichnet, glaube ich, so Ultra-Extremsportler aus. Die haben immer eine Ruhe weg, das gibt's gar nicht. Roland startet seinen Flug von der Rückbank der Cabrios aus. Seine Freundin Leandra sichert ihn dabei mit einem Kletterseil. Okay, Spannung steigt, jetzt wird alles verbunden. Die Sicherungen, das Seil und so weiter und so fort. Ich bin auch nervös, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe auch sowas noch nie gesehen. Ich habe nur riesen Respekt vor solchen Jungs. Oh mein Gott. Ich bin so froh, dass ich nicht an diesem Audi dranhänge mit so einem Fallschirm. Mit einem Paraglider meine ich natürlich. Ja, danach wird getauscht, oder? Dann fährt der Roland und du machst das. Auf überhaupt gar keinen Fall. Ich dachte, das ist hier die Challenge. Nee. Die Challenge ist nur zwischen Sophia und mir. So, von mir aus können wir los. Dann geht's jetzt los. Also, wir müssen natürlich auf den Wind achten. Der kommt im Moment genau von dort, deswegen brauchen wir eine Gerade, die da entgegengeht. Und das ist die da vorne. Da fahren wir jetzt hin. Der Roland braucht immer Gegenwind. Dann kann er starten und am besten landen. Was ist die maximale Geschwindigkeit, die wir fahren? Wir sind dazumals 60 Maximum gefahren.
wenn er sagt, schneller, 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 dann würde ich trotzdem halt langsam beschleunigen. Soft beschleunigen. Genau. Weil okay. Er spürt die ganzen Schübe natürlich auf seinem Schirm und genau. Ich habe schon Angst um ihn, dass vielleicht doch mal irgendwas schief geht. Ich weiß, dass er die ganzen Extremsituationen wirklich im Griff hat. Und wenn einer so eine Challenge auch mit den Autos schafft, dann ist es der Roland. Sobald Roland in der Luft ist und sich vom Seil getrennt hat, kommt es auf das perfekte Zusammenspiel von Fahrer und Paraglider an. Und er wirft seinen Schirm, der jetzt nach oben geht. Na, geht. Gott, Hilfe! Alter Schwede, ist das krank, ey. Er steht auf. Oh mein Gott, ist das gruselig. Stopp. Alter Schwede. Alles gut? Ja, ja. Alter. Ich habe einen Megaschlag an den Hals, an den Kopf gekriegt. Entweder war das die Lee, die mit ihrem Arm sich abgestützt hat, oder es war das Seil, was ich irgendwie so drüber gekriegt habe. Es war richtig heftig. Und ja, das ist halt einfach ein gefährlicher Sport, den wir uns ausgedacht haben. Ja? Das ist schon sehr toll. Wobei, wenn du den Schirm, jetzt ist ja ein bisschen Wind. Wenn wir jetzt einen safen machen, dass du hinter dem Auto bist, ja, genau. Schon bereit bist, dann können wir auch quasi schneller auf Geschwindigkeit gehen. Ja, mach's gut auf. Ja. Also im Vorhinein haben wir zwei Varianten besprochen. Variante 1 ist, dass der Roland eben aus dem Rücksitzband losfliegt und dort wieder landet. Variante 2 ist aber, dass er hinterm Auto herläuft, also er sprintet jetzt gleich los. Somit steigt der Schirm und irgendwann fängt er dann an zu fliegen. Oh, jetzt kommt auch noch Gewitter, ich flipp aus. Und der sagt auch, ja, in einer Stunde eigentlich reden. Und wenn es regnet, dann können wir das natürlich nicht machen. Paragliding-Schirme sind nicht wasserabweisend. Vollgesaugt mit Feuchtigkeit ist der Flug fast unkontrollierbar und damit ultra gefährlich. Go. Schneller. Go, geht. Hoch. Du bist ja weit oben. Seil. Langsam, Seil. Jetzt schneller. Trennung. Ab jetzt läuft die Zeit, bis Roland im Auto gelandet ist. Schneller. So ist gut. Come on, tu es. Jawohl! Yeah. Yeah. Oh. Hat's auch geschafft! Man, ist das geil! Jawohl! Yes! Bam! Unglaubliches Gefühl gewesen natürlich, da beim Matthias im Auto drin zu sitzen. Jawohl! Yeah. Yeah. War ein ganz krasser, cooler Moment. Also der Versuch hat jetzt absolut hundertprozentig, also wirklich 100% gesessen. Der ist da rein wie in so einen Handschuh, ist er so flupp, saß er hinten bei mir drin und das war einfach nur ein Mega-Gefühl. Zurück zur Grip Challenge. Vom Abkoppeln des Seils bis zur Landung auf der Rückbank des Audi S5 Cabrio hat es exakt 15 Sekunden gedauert. Diese Zeit gilt es zu schlagen. Yes! Alter, ich hab mich so gefreut, Mann! Ey, frag mich mal, das ist so ein geiles Gefühl, wenn der bei dir wieder im Auto landet. Das glaub ich dir sofort. Das ist so krass. Es sah so cool aus. Ich war wie so, oh mein Gott, er hat's geschafft. Hey. Geliefert. Ja, super. Mega geil. Absolut sensationell. Mega geil. Auto ist heile. Kein Kratzer, alles gut. Ja, ja, das Wichtige ist, dass er heil ist. Das sehen wir ja, aber jetzt bist du dran. Ja. Ja, also ich bin schon ein bisschen nervös, weil ich will natürlich, dass das funktioniert und dass der Roland hoffentlich schneller wieder in meinem Auto landet, als er beim Matthias gelandet ist. Genau wie Matthias hat Sophia mit ihrem Vierer-Cabrio jetzt zwei Versuche,
um Paragliding-Profi Roland aus der Luft wieder auf der Rückbank einzufangen. Das Ding ist, wir haben jetzt einen krassen Wetterwechsel. Denn da hinten ist das Gewitter. Da hinten sieht man den Regen schon. Jetzt frischt der Wind gerade auf. Und das ist nicht gut für Roland. Wir versuchen jetzt, einen Take hinzubekommen, bevor das Gewitter kommt. Und ganz ehrlich, ich bin nervös. Und dein Freund ist verrückt, spalter Meinung nach. Ja, da stimme ich dir zu. Der Roland ist ein typischer Österreicher, muss man sagen. Der lässt einfach nicht locker, bis er das Ding geschafft hat. Es wird ein Versuch, den zweiten werden wir nicht machen können. Wir machen jetzt einfach einen nur kurz, der Wind, der geht noch, aber was dann über das drüber geht, wird dann problematisch. Von mir aus können wir langsam los. Jetzt geht's los! Schneller. Wow, wow. Gas, 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 du musst Gas geben! Jawohl, Seil, schneller. Roland ist in der Luft. Wow, das ist krass. Schneller und Seil. Gas! Seil. Alter, ist das krass. Das Seil ist weg. Die Zeit läuft. Eins, zwei. Stehen bleiben, stehen bleiben. Stopp. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, langsam, langsam fahren. Langsam fahren. Langsam fahren. Neun, nicht so schnell. Zehn, langsam, langsam. Elf, stopp, zwölf, stopp. 13. Daneben. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gruselig. Wir haben jetzt einen Versuch gemacht. Das ist wirklich krass. Du schaust eigentlich echt nur nach hinten und versuchst zu schauen, wo der Roland ist. Und er ist ja sogar beim ersten Anhieb fast schon im Auto gelandet, hat doch so die Beine gegen das Heck sich abgestoßen. Ich habe immer noch ein bisschen zittrige Hände. Und jetzt fängt es an zu tröpfeln. Ich flipp aus. Nein, es regnet! Also, ich habe ihn zum Fliegen gebracht. Ich war schon mal besser beim ersten Anlauf wie der Matthias. Und es war auch ganz knapp, er war nur ein bisschen schräg, deswegen ist er nicht ins Auto gekommen. Aber leider regnet es jetzt. Dementsprechend müssen wir jetzt ganz schnell zusammenpacken und ins Trockene. Und in der Hoffnung, dass wir nachher noch mal was probieren können. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr happy. Ich war auf jeden Fall extrem nervös. Sophia hat noch einen Versuch mit ihrem M440i. Ja, wie wir da hinten auch schon sehen, sehen wir hier im Regenradar ziemlich ganz genau, dass wir hier in den violetten Bereich reinkommen. Und das ist wirklich sehr starkes Gewitter und wird einfach so zu gefährlich. Außerdem regnet es jetzt, der Schirm ist nass dann und somit fliegt das nicht mehr safe. Und von dem her müssen wir jetzt da einfach mal einen Cut machen. Challenge Nummer 3 war eine Mega-Challenge, aber leider hat Mutter Natur uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn es duscht. Es ist ein bisschen am Regnen. Ja? Ein bisschen. Also es war eine Mega-Challenge. Aber leider kam dann der Regen und ja. Jo, da kannst du nicht fliegen. Nee. Somit geht der nächste Punkt an niemanden. Ja. Weil wir konnten die Challenge nicht fertig machen, von daher. Bei der dritten Challenge gibt es keine Punkte. Es steht weiterhin 1:1. Ja, sehe ich genauso. 1:1. Matthias, am nächsten Challenge geht es um Preis-Leistung. Preis-Leistung, ja, da kann es ja nur peinlich werden, hier wieder mit Preisen schätzen wahrscheinlich, ja? So, Ladies first. Was passiert jetzt? Jetzt müssen wir malen. Ihr müsst eure Ausstattungspreise jetzt schätzen. Wer die meisten Punkte macht, gewinnt die Challenge. Okay, gut. Das kann spannend werden jetzt. Da kannst du dich ganz blöd bei vertun. Okay, Ausstattung Nummer 1. Was kostet eure Lackierung? Ja, ich hab's. Ja, ich auch. Warte mal. Jesus.
Matthias ist näher dran. Seine Lackierung kostet 900 Euro und Sophia, deine. Die kostet 900 Euro? Yes! Das hast du denn angeschaut? Ernsthaft? Und die Lackierung von Sophia kostet auch 900 Euro. Mann. Das gibt's ja nicht. Sensationell. Ja, hast du super gemacht. Habe ich sowas von gut. Boah, ist das ekelhaft. Können wir den nass machen? Ich glaube, Gänsehaut im ganzen Körper. Ah. Ausstattung Nummer 2. Was kosten eure Räder? Die Räder? Was kosten jetzt so ein Räder, du? Das ist wirklich nicht leicht. Schwierig. Gar nicht leicht. Was hast du drauf? 19 Zoll? 19, ja. Ich auch, 19. Was hast du geschrieben? 1500. Da ist auch Matthias näher dran. Hä? 1450 Euro. Alter, wie genau kann ich bitte tippen? Das gibt mir mein Tier ab. 1920 Euro kosten die Räder von Sophia. Schau, bist du weit weg. Wartig. Aber man muss ja auch jetzt mal ganz kurz fairerweise sagen, du hast in deinem Leben sicherlich sehr viel mehr Autos ausgestattet als ich. Ich hatte mich noch nie in meinem Leben Auto ausgestattet. Ich habe noch kein einziges Auto konfiguriert. Ach, jetzt komm schon. Schwör's dir, noch nicht ein einziges. Wie alt bist du? 40. 35. Ausstattung Nummer 3. Ja, ich muss vorbauen für die schnelle Runde. Ich brauche einen Punkt, immer. Was kostet eure Soundanlage? Die Soundanlage? Darf ich reingucken, was es für eine ist? Ja. Ja. Was haben wir denn da? Harman und Kardon, oder wie die heißen. Die sind teuer, glaube ich. Aber wie teuer? Oh Mann, ich kann sowas ja gar nicht. Also ich habe hier gar nichts. Hast du? Ja, also ich weiß nicht, ob man zieht, aber ich weiß es nicht so. 700. Ich sag 1000. Dieser Punkt geht diesmal an Sophia. Ui. Ihre Anlage kostet 900 Euro. Ui. Die von Matthias Audi kostet 300 Euro. Ah. Ich wollte schon 1000 machen, aber. Ja, okay. Zwei zu eins steht's. Nummer 4. Was kostet euer verstellbares Sportfahrwerk? Verstellbares Sportfahrwerk. Puh. Audi Drive Select. Was kostet Audi Drive Select? Gut, ich hab was. Ich sag 1250. Das ist schon teuer. Das ist ja nur das Fahrwerk. Dieser Punkt geht ebenfalls an Sophia. Ja. Nein! Ihr Sportfahrwerk kostet 600 Euro und das vom Audi kostet 980 Euro. Okay, da bist du näher dran. Nach 4 Fragen steht es 2 zu 2 unentschieden. Die nächste entscheidet die Challenge. Letzte Frage. Schaut euch noch mal um. Was kostet euer Testwagen mit allen Extras insgesamt? Come on, ernsthaft? Nein. Also meiner kostet 71.200 im Grundpreis. Und mein BMW kostet 75.900 Euro im Grundpreis. Und wie viel kommen da noch mal an Extras dazu? Ich lasse es jetzt so. Also ich weiß nicht, wann das sieht, aber es sind wie viel 84. Sagst du? Ich sag 85 meiner. Ja, Mist. Der Testwagenpreis vom Audi ist 88.410. Der Testwagenpreis vom BMW M440i Cabrio ist 89.280. Nein! Damit geht der Punkt an Matthias. Yes! Mann, check! Oh. Schlecht getippt! Es war eine extrem enge Kiste. Es steht 2 zu 1 für mich. Ja, okay, weiter geht's. Dann würde ich sagen, fahren wir weiter, oder? Ja, schnelle Runde, du. Hol dich wieder auf. Machen wir jetzt schnelle Runde. Dann mache ich schon mal die Reifen warm. Dafür geht es zurück auf die Rennstrecke. Beim Duell der Performance-Cabrios. BMW M440i und Audi S5. So, Sophia. Ich fühle mich wieder zu Hause. Jetzt geht's ums große Ganze. Ja. Die schnelle Runde steht an. Challenge Nummer 5. Ganz genau. Es steht 2 zu 1 für den Audi. Deswegen versuche ich jetzt natürlich aufzuholen, damit wir wenigstens hier mit dem Unentschieden nach Hause gehen. Ja, wollte ich gerade sagen, das Gute ist daran, du kannst nicht mehr gewinnen. Und noch besser, ich kann nicht mehr verlieren. Es kann nur noch auf einen Unentschieden rauslaufen. Ja, genau. Ja? Ich erkläre einmal ganz kurz die Strecke. Hier haben wir Startziel. Dann geht's hinten durch die SS. Kurze Gerade, dann raus auf die große Gerade. Und dann geht's da hinten wieder rein. Da vorne gibt's unseren schönen
Zielsprung, so nenne ich es mal. Und dann geht's hier wieder durchs Ziel. Los, bitte los. Ah ja, nee, ich muss ja bei dir mit rein. Bei unseren Rennen geht es natürlich auch immer darum, wer ist jetzt der bessere Fahrer. Ich werde alles in die Waagschale legen, was ich habe, und einfach voll Performance abliefern. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Oh, los geht's. Ja, also ich meine, ich habe 20 PS mehr als der Matthias, ich habe 374 PS. Und man hat ja beim Track Race gesehen, dass ich vor allem oben raus nicht wirklich schlecht dastehe. Ja, vielleicht ist das hier und da doch ein Vorteil. Er ist auf der anderen Seite aber 50 Kilo leichter. Wir fahren jetzt mit dem Dach geschlossen, weil wir relativ viele schwarze Wolken um uns herum haben und Cabrio fahren hier eher suboptimal wäre. Und außerdem ist es auch sicherer, jetzt wirklich Worst-Case-Szenario, irgendwas passiert, dann ist es einfach besser, wenn das Dach zu ist. Und wir fahren hier halt schon letzte Rille, alles was geht. Letzte Kurve. Matthias und Sophia fahren jeweils eine Runde gegen die Uhr. Und los geht's. Zeit läuft. Jetzt zeigt sich, ob der Audi das Kürzel S für Sport zu Recht am Blech trägt. Ja! Reicht das Untersteuern? Weißt du, was ich meinte mit Untersteuern? Matthias scheucht das knapp 2 Tonnen schwere Allrad-Cabrio gnadenlos über den Kurs. Come on, Baby! Ganz entspannt mit einer Hand. Ja, gut, was soll ich machen? Das war spät. Das war verdammt spät. Ja, das geht sich aus. Letzte Kurve. Scheiße. Oh. 1:03.624 ist die Zeit, die ich zu schlagen habe jetzt. Man merkt, das ist kein Sportwagen, ne? Ganz ehrlich, dafür, dass er keinen voll variablen Allradantrieb hat, er gibt maximal 85% an die Hinterachse. Und dafür, dass er so, finde ich, ultra komfortabel ist, hat das nicht schlecht gemacht. Ja, also im Grunde ist es natürlich schon irgendwo, sag ich mal, ein Vorteil, wenn man als zweites fährt. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch ein bisschen mehr Druck. Ja, mal schauen, hoffentlich bin ich danach dann einfach ein bisschen schneller und das wird alles mit dem Unentschieden hier enden. Let's go. Also jetzt kommen die letzten Meter vor Startziel. Das schmeckt. Uiu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